Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Ich habe ja vor circa 2 Wochen ein Video gemacht, warum man sich aktuell lieber keinen Gaming-PC kaufen sollte, und da haben wir ja auch die Preis-Leistung von verschiedenen Komponenten ausgerechnet. Ich zeige euch heute den Gaming-PC, der aktuell die mit Abstand beste Preis-Leistung bietet. Also sowohl GPU als auch CPU sind hier die beiden Top-Preis-Leistungsempfehlungen. Und wenn ihr euch aktuell einen Gaming-PC holen wollt, dann sollte diese Konfiguration eure erste Wahl sein, denn bei keinem anderen PC bekommt ihr so viel Leistung für euer Geld geboten. Darum heute mal keine RGB-Kirmes, sondern ein schlichtes System, was ein einziges Ziel hat, und zwar maximale Gaming-Leistung. Welche Komponenten hier genau zum Einsatz gekommen sind und was die in den Benchmarks und Spieletests auf dem Kasten haben, das zeige ich euch in diesem Video. Dieses Video wird euch präsentiert von Nvidia und deren wegweisenden Max-Q-Technologien. Max-Q sorgt dafür, dass dein Gaming-Laptop gleichzeitig performant, leise und stromsparend bleibt. So sorgt zum Beispiel Dynamic Boost 2.0 dafür, dass CPU und GPU miteinander kommunizieren und die Stromaufnahme dynamisch zwischen den beiden verteilt werden kann. So kann die GPU zum Beispiel bei Spielen mehr Energie für sich beanspruchen, was zu höheren Framerates führt. Zusammen mit Whisper Mode 2.0, Resizable Bar und DLSS einfach eine super Sache. Genauso wie das Angebot, was ich euch diese Woche vorstellen darf. Ab dem 22. März ist Black Week bei NBB angesagt. Ich habe mir sagen lassen, da wird das Gigabyte A5 Gaming Notebook sehr stark reduziert, also im Kopf behalten. Wir bekommen dann eine sehr starke Nvidia GeForce RTX 3060 mit den vollen 130 Watt TGP, das heißt volle RTX 3060 Desktop Leistung. Außerdem einen Ryzen 7 5800H 8-Kern-Prozessor. 16 GB RAM, eine 1 TB große SSD und ein 240 Hz Full HD Display. Also wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem Gaming-Laptop seid, am Dienstag unbedingt mal vorbeischauen, die Preis-Leistung ist wirklich genial. Link dazu findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Natürlich findet ihr den PC wie alle meine anderen Konfigurationen immer aktuell auf meiner Homepage hardwaredeals.com. Da gibt's auch Empfehlungen für Zubehör wie Gaming-Monitore, Mäuse und Tastaturen, außerdem immer die besten Schnäppchen in dem Bereich, vorbeischauen lohnt sich also. Und wer keine Lust hat, selbst zusammenzubauen, findet auch den PC hier als Fertig-PC zu einem fairen Preis bei meinem Partner Dubaro. Alle Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Heute hätte ich gesagt, fangen wir mal mit der Grafikkarte an, denn das ist aktuell die wichtigste und auch kritischste Komponente von unserem PC-Builds. Wir haben in einem der letzten Videos ja wie gesagt die Preis-Leistung aller verfügbaren Modelle mit den aktuellen Preisen ausgerechnet, und da gab es einen klaren Gewinner, die AMD Radeon RX 6600. Keine andere Karte bietet so viel Leistung pro Euro wie sie, und daher war die Karte natürlich auch die einzige Wahl für unseren PC. Die RX 6600 basiert auf dem gleichen Navi 23 Chip wie ihr großer Bruder, die 6600 XT, ist leistungsmäßig aber nur minimal beschnitten worden, um knapp 10%, dafür kostet das XT Modell aber fast 100 Euro mehr, ein Aufpreis, den man sich wirklich sparen kann. Es gibt dieselben 8 GB GDDR6 VRAM, und für mich ist die RX 6600 einfach die perfekte Full-HD-Karte, natürlich hat sie aber auch genug Power, um die meisten Titel in WQHD stemmen zu können, das werden wir uns später aber noch in den Benchmarks und Spieletests anschauen. Interessant finde ich an der Stelle auch noch den Blick zur Konkurrenz, denn die heißt ganz klar Nvidia RTX 3060, die ist ebenfalls nur minimal schneller, knapp 7%, also eher Mess als wirklich spürbar. Spürbar ist vor allem der Aufpreis, den man aktuell für die Karte zahlen müsste, denn eine 3060 ist fast 150 Euro teurer, würde ich euch aktuell also wirklich nicht empfehlen. Wer die beste Preis-Leistung haben will, greift zur RX 6600. Die beste Wahl, was die CPU angeht, vor allem in Kombination mit der GPU, ist ohne Frage der i5-11400F. Der bietet knapp 20% mehr Leistung als ein i5-10400F, mit dem man sich aktuell nur 20 Euro sparen würde, und liegt in realistischen Spielszenarien auch nur ca. 10% hinter dem neuen Alder Lake 12400F, der aktuell mit vergleichbarem Board knapp 60 bis 70 Euro mehr kostet. Also von der reinen Preis-Leistung ist der i5-11400F zumindest in Kombination mit einer Mittelklasse-Grafikkarte nach wie vor die beste Wahl und auch die beste Preis-Leistungsempfehlung.
Wir haben 6 Kerne, 12 Threads und einen Turbotakt von bis zu 4,4 GHz, was wirklich anständig ist. In Cinebench R15 erreichen wir damit 1621 Punkte im Multicore und sage und schreibe 223 Punkte im Singlecore. Zum Vergleich, ein Ryzen 5 3600 und auch der 10400F kommen hier nur auf knapp 190 Punkte, also schon wirklich ein großer Abstand. Wie gesagt, aktuell einfach die beste Preis-Leistungs-CPU. Der Prozessor kommt in der Boxed-Version, das heißt ein CPU-Kühler, der an sich auch ausreichend ist, ist schon mit dabei. Ich würde ihn aber durch was Leiseres austauschen, entweder ganz klassisch den LCCC120 als Spartipp oder wie hier zu sehen der BeQuiet PureRock 2. Beim Mainboard solltet ihr auf ein B560-Board setzen, damit könnt ihr nämlich auch endlich euren RAM übertakten und XMP-Profile laden, was sich sehr positiv auf die CPU-Geschwindigkeit auswirken kann. Die meisten B560-Boards sind wirklich vernünftig, achtet einfach darauf, dass ihr 4 RAM-Slots und gekühlte Spannungswandler habt, dann könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. Ich habe günstig ein B560 Torpedo bekommen, wer sparen möchte, greift aber am besten zum B560 DS3H oder Pro VDH, werde ich euch natürlich auch alles unten verlinken. Zwei der 4 RAM-Bänke werden mit insgesamt 16 GB mit 3200 MHz bestückt. Wer preislich noch ein bisschen Spielraum hat, greift zum 3600er Kit und bekommt damit noch so 2-3% mehr Leistung und ein bisschen bessere Frametimes geboten. Außerdem bestücken wir unseren M2-Slot mit einer 500 GB großen NVMe SSD von Kingston und wem die 500 GB nicht ausreichen, kann natürlich auch gleich auf 1 TB setzen. Der Aufpreis beträgt ca. 35 bis 40 Euro. Damit der PC auch ausreichend mit Strom versorgt wird, setzen wir auf ein 500 Watt starkes BeQuiet System Power 9 Netzteil mit 80+ Bronze Zertifizierung und beim Gehäuse habe ich dieses Mal wieder was Neues ausprobiert und zwar das SPC Gear VT2. Eins der günstigsten Airflow Gehäuse mit Mesh Front und 2 vorinstallierten Lüftern. Ich kann es wirklich empfehlen und habe es inzwischen auch in viele meine Konfigurationen übernommen. Auf jeden Fall eine bessere Empfehlung als das Kohling Stronghold. Natürlich gibt's den PC auch bei Dubaro fertig zusammengebaut, Link ist unten in der Videobeschreibung, da zahlt ihr 999 Euro, habt dann aber natürlich auch Garantie und Service auf die Funktion vom Gesamtsystem, das heißt, falls mal irgendwas sein sollte, kümmert sich Dubaro um alles und ihr müsst den Fehler nicht selbst finden. Ansonsten kostet das System laut Geizhals aktuell knapp 920 Euro, wenn ihr lieber selbst zusammenbauen wollt, so könnt ihr natürlich auch immer noch ein bisschen Geld sparen. Und jetzt hätte ich gesagt, kommen wir endlich zum spaßigen Teil, und zwar den Benchmarks und Spieletests. Als erstes musste der PC natürlich wie immer durch den 3D Mark Times Buy und da erreichen wir eine Gesamtpunktzahl von 8224 Punkten, knapp 8100 Grafik und 8600 CPU Punkte. Im Firestrike haben wir auch ein sehr gutes Ergebnis erreicht, über 20.000 Punkte und damit ist der PC schneller als 85% aller anderen jemals und weltweit getesteten Systeme, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Als erstes Spiel war dann Call of Duty Warzone an der Reihe. In Full HD und auf höchsten Einstellungen erreichen wir da durchschnittlich 160 FPS und das Spiel ist so natürlich absolut flüssig spielbar. Selbst in WQHD, da erreichen wir auf denselben Settings 130 FPS. Als nächstes musste Rainbow Six Siege herhalten, auf dem Grafikpreset Ultra und in 1080p Auflösung, da erreichen wir im Benchmark durchschnittlich 251 Bilder pro Sekunde, also mehr FPS braucht wirklich niemand. Auch Fortnite habe ich in Full HD getestet, auf hohen Einstellungen und so durchschnittlich 145 FPS erreicht, in WQHD sind es immerhin noch 100 Bilder pro Sekunde. Far Cry 6 habe ich auch auf dem Preset Ultra in 1080p getestet und so erreichen wir im Benchmark durchschnittlich 103 FPS, wirklich ein sehr gutes Ergebnis und für ein Storyspiel auf jeden Fall mehr als ausreichend. Ähnlich sieht es in Shadow of the Tomb Raider aus, auch das habe ich wieder getestet, da erreichen wir in Ultra-Einstellungen durchschnittlich 116 Bilder pro Sekunde. Was auch ein super anspruchsvoller Benchmark ist, ist der von Assassin's Creed Valhalla, der zwingt teilweise sogar High-End-Systeme in die Knie. In Full HD Auflösung und auf dem Preset extrem hoch erreichen wir mit dem PC durchschnittlich 103 FPS, was wirklich ein super gutes Ergebnis ist. Zum Abschluss war dann auch dieses Mal wieder das neue Forza Horizon 5 an der Reihe. In 1080p und auf dem Preset Ultra erreichen wir da im Benchmark noch durchschnittlich 79 Bilder pro Sekunde und für gerade mal 900 Euro kann man da, wie ich finde, wirklich nicht meckern. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, es gibt zurzeit keinen anderen PC, den man in der Preisklasse bauen kann, der da mithalten kann. Ich meine, man kann wirklich jedes aktuelle Spiel auf höchsten Einstellungen flüssig spielen, die meisten sogar in WQHD Auflösung und in Full HD läuft eigentlich so gut wie jedes Spiel mit über 100 Bildern pro Sekunde, für den Preis wirklich beeindruckend.
Und darum gibt's von mir natürlich auch eine uneingeschränkte Kaufempfehlung. Wer sich jetzt aktuell den PC mit der besten Preis-Leistung zusammenbauen will, das ist er, baut ihn gerne nach. Wer will, kann natürlich auch noch ein bisschen upgraden oder das Ganze ein bisschen aufhübschen. Da sind euch natürlich keine Grenzen gesetzt. Und wie gesagt, wer keine Lust hat, selbst zusammenzubauen, den PC gibt's wie alle meine Konfigurationen auch bei Dubaro als Fertig-PC. Ansonsten hoffe ich einfach, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video.